Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Captain Holzkopf nennen, wenn ihr das wollt. Oder Captain Holzklopf. Auf jeden Fall klopfe ich auf Holz. Nein, warte, ich klopfe mit Holz auf Gegner. Mit meinem treuen Holzschwert, das ich hier gefunden habe. Und gleich erwartet mich auch noch ein ganz besonderer Kampf. Der sieht nämlich etwas stärker aus als die anderen Gegner, die ich bis jetzt getroffen habe. So ein bisschen zumindest. Mal gucken, was der macht. Oh ne, sieht gar nicht stärker aus. Sieht genauso aus wie die anderen. Den Rücken! Das war spaßig. So, also wir sind immer noch auf der Suche nach dem Affenfreund. Oh, da ist ein Schätzchen. Oh, oh, und da ist eine... Oh, ein Schlüssel. Eröffnet ihr das Tor im Wald von Phyron. Phyron, Pyrone, wie auch immer. Alles klar. Okay, ich mache trotzdem nochmal ganz kurz hier das Licht an, für den Fall der Fälle. Vielleicht ist ja noch was da. Oh, cool. Also man muss in dem Spiel wirklich so ein bisschen aufpassen, dass man nichts übersieht. Eine Truhe! Sehr schön. Klettern wir jetzt da hoch? Schwupp. Alles klar. Und wir haben... Du hältst ein Herzteil. Ja, fünf davon brauche ich für ein zusätzliches Herz. Das ist new für mich. Eine echte Neuerung. Normalerweise sind es ja immer vier in den älteren Teilen. Schätzungsweise ist das... wie ist es in Skyward Sword? Wahrscheinlich auch eher fünf, ne? Na, das liegt vielleicht daran, dass das Spiel insgesamt etwas länger ist als die älteren Teile und man deswegen... oder? Ich weiß nicht. Mehr verstecken musste? Tja, ich kann es euch auch nicht sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Hallo. Ja, also ich glaube, ich bleibe jetzt nicht am Nebengegner stehen. Das ist schon in Ordnung, wenn ich ein bisschen weitergehe. Er hat mich mit seiner Zunge geohrfeigt. Warum nur? Ja, so ein paar müsste ich vielleicht schon machen. Ich verprügel dich, du kleine Sau. Na, willst du auch noch kommen? Ja, findest du es in Ordnung, hä? Dass ich deinen Kumpel verprügelt habe? Wer war es, dein Bruder? Deine Mama? Bam. So, alles klar. Ja, den nehme ich auch noch mit. Genau deswegen wollte ich ihn noch verprügeln, damit ich noch so ein kleines bisschen mehr Geld einsammle. Oh, ach nee, ich muss da lang. Ich muss da lang. Und, diese Pflanzen finde ich ja relativ gefährlich, ne? Wo ist der Kopf? Fliegst du noch da? Ah ja, der lag noch da. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Nein, ich muss da lang. Ich bin ja gar nicht mal so gut in Richtungen finden. So. So. Ein bisschen Gras noch weggemacht. Im Baum, im Wald gibt es eindeutig zu viel Gras. Mann, nicht immer ohrfeigen, ihr Arschis. Mann. So. Diesmal habe ich den Kopf, glaube ich, ganz verloren. Oder was? Nee, da liegt er doch. Ich brauche es ja auch eigentlich gar nicht. Ich bin ja voll mit der Munition. So, und gehen wir... Nein, warte mal. Ach, ich bin echt so ein Horst. Also ihr seht gerade, mein Orientierungssinn ist etwa bei 0. Das ist der Wert, den ich da drin habe. Ich glaube, ich muss hier unten zu dem Ding da gehen, ne? Ich denke schon, da war doch das Tor. Ich bin so schlecht in irgendwelche Richtungen finden. Deswegen müssen meine Parts auch 25 Minuten lang sein und nicht 20 Minuten, damit ich mich irgendwo hinfinde. So, wir machen das jetzt mal auf und haben sofort einen Gegner getriggert. Und ich stech mal ein bisschen. Oh, dann macht sich normale Hauen. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen wirklichen Unterschied gibt zwischen Stechen und Zuhauen. Es sieht halt ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es nur für schön. Jedenfalls sind meine Schwertstreiche nicht in der Richtung, in der ich mit dem Controller zuschlage. So, schade, Panade. So, hallo ihr zwei. Bam. Denkst du dir? Okay, alle tot. Alles klar. Gibt nochmal ein bisschen Geld. Wandern. Achso, doch, da sind's doch. Nicht auch 5 Rubine, wollte ich gerade sagen. Ja, das geht schon hier. Mal kurz gucken, was da oben so ist. Falls da noch irgendwie. Kurz schauen. Sieht man von hier auf jeden Fall nichts. Vielleicht von weiter hinten. Ach ja, zwirp, zwirp. Und zwirp, zwirp, zwirp. Oh, da ist noch ein Gegner. Hallo. Jump, ja, jump. Hey, Batsch, muss ich dir wohl in den Rücken fallen, du Sau. So. Batsch, weg ist er. Oh, da ist was. Spitze, Spitze. Jetzt noch kaufen. Kauf noch was. Der sieht ja genauso aus wie der andere Händler. Die haben alle so einen komischen Afro. Vogelabro. So, alles klar. Also ich kann wohl hier Öl kaufen, nehme ich an. Klar, willkommen. Kauf was, kauf was. Gut abgerichtet, der Vogel. Was gibt's hier? Ansehen. Lampenöl, 20 Rubine. Vernächtigte, Gefährt, Öl, okay, also ich krieg Lampenöl. Und das hier, Heiltank oder sowas? Geld einfach in die Kiste werfen. Nein.
Also ich kann ihm wohl was spenden. Ich müsste wissen, wie viel ich in dem in die Kiste werfen muss, damit es was Cooles ist. Also hier kriege ich ein rotes Elixier, Sud aus Pilzen und Kräutern, sowie der Herstellung deiner Kräfte. Der Hit in Hyrule wird auf Wunsch in eine Flasche auf B gefüllt. Tja, ich würde dem gerne was spenden, aber ich kann leider gerade nicht sagen, wie viel der braucht. Es gibt doch bestimmt was Tolles. Ich mache einfach mal 10 Rubine rein. Hä? Das ist, ich kann über 1000 da reinmachen. Oh, wie großzügig! Okay, hat mir nichts gebracht, deswegen fülle ich jetzt lieber meine Flasche. Füllen! Ah, ja, genau, das wollte ich eigentlich füllen, sehr gut. Jetzt habe ich die angezündete Lampe da reingesteckt. Sehr schön. Demnächst zahl mehr! Mehr! Okay, der ist ziemlich unfreundlich, der blöde Vogel. Doch nicht so gut abgerichtet. Ich bin der kleine Rasenmäherling. So, jetzt muss ich nur rausfinden, wo denn dieser verflixte Affe hin ist. So, da geht's auf jeden Fall um die... Wow! Oh, da ist eine Truhe. Das ist schön. So, ich möchte gerne das haben. Und das hier. Aufgetreten, so ganz, ganz cool. Wie Link nun mal so ist. Ja, er will mehr haben. Soll doch glücklich sein, dass ich ihm überhaupt was gegeben habe. So. Oh, die haben den Affen und das Kind eingesperrt. Ja, das ist schlecht gelaufen, huh? Würde ich mal sagen. Ich glaube, viele Wege gibt es hier nicht, die ich absuchen könnte. Deswegen gehe ich einfach mal dahin. Ach so, das waren diese komischen, sind das Goblins oder so? Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Und nochmal, stirb, Kopf ab. Und jetzt du, ha? Huh? Ich wollte dich eigentlich anvisieren. Na? Batch und Slam und Batch. So. Oh, der Kleine, der hat auch ein bisschen Angst. Der Affe nervt schon ein bisschen. Ich glaube, den lasse ich nicht frei. Zip, zip. Und jetzt können wir euch befreien, ihr zwei. Hallo. Hilfe. Hilfe. Hol mich hier raus. Okay, alles klar. Muss ich dich einfach zerschlagen? Ja. Und bam. Ja, beide freuen sich. Affe und Kind sind vereint im Glück. So. Ach, naja, gut. Dann haben wir das also auch getan. Und wir kommen... Ach, ich muss den ganzen Weg nicht zurücklaufen. Das ist gut. Er schämt sich. Link freut sich. Wenn du nicht gekommen wärst, T-Rex, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Ja, der Affe hätte bestimmt den größten Teil von dir gegessen. Er ist übrigens ein ziemlich netter Kerl. Er wollte mich beschützen. Und dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, T-Rex, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich sag, wir wären ausgebrochen. Wir zwei, ha? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also, bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Oh, was gibst du mir dafür? Hm? Geld vielleicht? Hm. Nee, ich glaube, ich sag dem Papa das. T-Rex! Oh, nee. Ist keine Frau. Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank, glaube ich zumindest. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch etwas Schlimmeres. Aber Q-Rex, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf. In Ordnung, danke. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht sogar Prinzessin Zelda. Nur ein Scherz, die triffst du nicht. Okay, blöder Scherz. Mann, die hätte ich doch so gerne getroffen. Kleine hübsche Zelda. Oh, Zelda, du bist so hübsch und klein. Ich bin mal wieder auf der Weide. Hey, Q-Rex! Okay. Er sagt mal wieder Hallo. Ach, das ist schon wieder er. Braucht wieder Hilfe. Meine kleine griechische Statue. Und, was willst du? Soll ich dir helfen, ja? So, Q-Rex, langsam ist wohl Zeit für den Aufbruch. Hm? Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Ja, ist okay. Machen wir Schluss. Soll ich wieder zusammentreiben, oder was? Wie? Du willst noch ein wenig arbeiten? Um die Ziegen in den Stall zu treiben, steig auf Epona und zeig den Tieren den Weg. Echt, ich muss das jetzt nochmal machen? Wie blöd. Na gut. Epona, Epona, komm doch mal hierher, klar. Oh, was für ein schöner Reim. So künstlerisch. So, aufgestiegen und losgeredden. Also gut, es geht los. So, wie fangen wir an? Ich glaube so. So, ich möchte jetzt gleich mal... Au, oh, jetzt werden die Sekunden gezählt. Okay.
Das ist ja blöd. Das will ich nicht. Weil jetzt ist es bestimmt eine Sache auf Leben und Tod, hier alle Ziegen schnell genug reinzutreiben. Und eine ist mir entkommen. Das ist gar nicht mal so gut. Nee, dann wollen wir doch mal von der Seite hier reintreiben. Okay, geht rein. Mädels. Ach, wo läuft die denn hin? Ach komm, das ist doch blöd jetzt. Na gut. Also das war nicht gut. Ich glaube, da ist das erste Mal wesentlich besser gelaufen. Ach komm schon, jetzt muss ich das ganze Ding hier entlang treiben. Ich habe nicht so ganz kapiert, wie sie am besten laufen. Dann geh du wenigstens noch rein. Ich hätte einmal rumreiten müssen und sie in die andere Richtung treiben. Also sie laufen offenbar nur nach vorne. Und ich bin über eine Minute. Das war nix. Das war gar nichts. Ich glaube, ich probiere es nochmal, falls es... Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist schon 1,59 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister, er erwartet dich schon. Hallo? Hyrule, also, ich frage mich, wie ich es dort wohl aussehen mag. Du musst wissen, ich bin noch nie so richtig aus diesem Dorf herausgekommen. Man kann dich wirklich beneiden. Okay, ja, du wirkst auch nicht so schlau. Das liegt vielleicht daran, dass du... Es gibt in dem Dorf ja nicht mal eine Schule. Also ich kann das nicht nochmal machen. Ich war auch, finde ich, sehr, sehr langsam, aber irgendwie kann ich es nicht nochmal machen. Vielleicht kann ich das später nochmal versuchen. Der komische Kerl hat, während ich die Ziegen reingetrieben habe, irgendwie nochmal die Teile hier aufgebaut. Warum auch immer. Ich denke mal, er will, dass ich hier rausspringe. Extra nochmal ein Hindernis hingebaut. So. Also ich weiß nicht, ob es hier ein Headstyle gibt. Ich ging jetzt nur davon aus, weil halt die Zeit angezeigt wurde. Aber offenbar noch nicht. Ich hoffe, es gibt keine Herzteile, die man für immer verpassen kann. Das wäre echt schade. So. Dip, dip, dip. Hallo. 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 Die freut sich, mich zu sehen. Glaube ich zumindest. Die hat mein Pferd geklaut. Der hat so ein geiles Gesicht. Es wirkt so verpeilt. Mund ganz tief im Gesicht. Bla 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 bla. Hallo. Oh, Q-Rex. Schon fertig für heute? Wünsche einen schönen Feierabend. Batsch. Ja, die Ziegen, die dürfen jetzt ein bisschen drinnen sitzen. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Ordons zu spät bei Hofe erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Q-Rex auf. Aber was ist das? Hä, was ist denn? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Oh, verdammt, ich hab's gebissen, tut mir leid. Q-Rex, du hast Epona wieder zu grob angefasst. Hast du? Hab ich, tut mir leid, ich hab gebissen. Aber, Ilya, irgendwas hab ich gesagt. Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Beide schmollen. Armes Kleines. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona. Ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Du könntest auch natürlich hier einfach mal ein bisschen Desinfektionsmittel auspacken. Die beiden gucken blöd hinterher. Aber nein, sie geht zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Oder du kaufst einen roten Trank und schmierst es einfach da drauf. Aber Ilya! Ohne Epona kann Q-Rex das Geschenk doch nie rechtzeitig abliefern. Mann, unmöglich, dieses Kind. Ja, Bürgermeister, du bist aber auch nicht der Klügste. Er traut sich nicht mal, sein Wort gegen die eigene Tochter zu erheben. Naja. So, und jetzt? Was soll man da als Vater machen? Ohne Epona kommst du doch nie nach Hyrule, um unser Geschenk abzuliefern. Ah, schon wieder! Nein, ach Mann. Haltet sie auf! Die sind doch im Stall, ich hab die doch gerade erst... Na gut, alles klar. Alles klar, geschafft. Okay. Tut mir wirklich leid, Q-Rex, aber dir bleibt wohl auch gar nichts erspart. Dabei ist doch die viel wichtigere Frage, was machen wir jetzt wegen Epona? Kannst du nicht zu Ilya gehen und sie bitten, dass sie dir das Pferd doch wieder zurückgibt? Okay, mache ich. Alles klar, kann ich jetzt eigentlich hier reingehen? Sie hat doch irgendwas für mich vorbereitet. Warum ist sie so streng zu mir? Tür ist abgeschlossen. Okay, in dieses Haus komme ich wohl niemals rein. Ich gehe nochmal ganz kurz zu meiner schwangeren Freundin.
Ah, jetzt ist der Mann da. Das heißt, heute kein Spaß für uns zwei. Jupp. Hey. Es ist soweit. Nun, Q-Rex, wenn du aus Hyrule zurück bist, solltest du wirklich anfangen, ernsthaft den Umgang mit dem Schwert zu lernen. Du hast Talent. Wenn du genug trainierst, wirst du sicherlich ein guter Kämpfer. Denk darüber nach und gib mir eine Antwort, wenn du von deiner Reise zurück bist. Alles klar, mache ich. Und hier? Ah, Q-Rex. Und? Schon beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Abreise? Ich werde dich vermissen. Es wird dir sicherlich ein wenig einsam sein, solange du in Hyrule bist. Also irgendwie macht die mich doch wirklich an, oder? Pass nur auf, dass dir nichts passiert und bring dich nicht unnötig in Gefahr. Mhm. Okay. Also, die finde ich wirklich ein bisschen komisch, aber meine Güte, ist halt meine Freundin. So, und du? Aha, Q-Rex. Heute beginnt deine Reise als Gesandter des Bürgermeisters. Oder? Beneidenswert. Ich muss heute wieder für frische Ware im Lager sorgen. Ach, dein Leben ist wirklich die Hölle. Wirklich, du hast es richtig schlimm schwer. Eieiei. Na gut, gehen wir weiter. Der muss so leiden, ne? Frische Waren besorgen, ständig meckern und so. Du, Q-Rex, gehst du zu Ilia? Ich würde ja auch, aber die anderen... Q-Rex, sollen wir nicht zusammengehen? Nö, eigentlich nicht. Nein, ich hab mich jetzt dabei. Oh, kann ich vielleicht diese Viecher abschießen? Achso, ich muss das hier mitmachen, habe ich gerade wieder vergessen. Wo bist du? Patsch! Ne, kann ich nicht wirklich treffen. Schade. Okay, gehen wir zu euch. Q-Rex, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll, den Affen jagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. Achso, das hat der Große gesagt, Entschuldigung. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso zu Ilia, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Q-Rex, was ist denn das für ein tolles Holzschwert? Gibst du mir das mal? Das kennt ihr doch schon. Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Aber sicher gebe ich dir das Holzschwert. Ist das eine gute Idee? Ich bin mir ja nicht so sicher. Na gut, du kannst es haben, weil ich keine verantwortungsvolle Person bin. Wow, super. Klasse. Mit diesem Schwert zeig ich's jedem. Jetzt rennt er damit weg und ich darf es nicht mehr wieder haben, ha? Tja, das ist ja klasse. Q-Rex. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Mann, bist du ein Weichei. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du. Ich schwing das Ding auch durch die Gegend. Mann. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Uch, ich weiß nicht. Ja, versprochen? Ja? Wolltest du nicht mit mir? Naja, gut, egal. Also das war offenbar nur das Ablenkungsmanöver, mit dem ich dann ihm den Weg bereitet habe. Und jetzt gehen wir zurück und holen uns unser Schwert wieder. So, hallo. Q-Rex, da bist du ja wieder. Sag mal, stimmt das? Du darfst wirklich nach Schloss Hyrule, Q-Rex? Wahnsinn, ich will auch nach Hyrule. Nö, darfst du nicht, du bist zu doof. Ich meine, hier im Dorf ist doch wirklich nichts los. Tja, dann mach's doch besser. Ändere was an diesem Dorf, wenn's dich stört. So, ich will mit dir reden, ich will mein Schwert zurück. Ich wollte Maro mal zeigen, wie gut ich geworden bin. Neulich habe ich einen von diesen Affen erwischt, als ich mit dem Holzschwert unterwegs war. Hattest du nicht gesagt, Q-Rex war dabei, als du den Affen erwischt hast? Also komm schon, üben, üben! Nein, ich hätte jetzt gern mein Schwert wieder, hallo. Oh, jetzt habe ich ein bisschen... Ich dachte, er sagt nochmal das Gleiche. Eben. Hier ist doch irgendwas faul. Okay, der glaubt dem nicht. Ich hätte jetzt gerne mein Holzschwert zurück, aber ich darf nicht. Offenbar muss die Schleuder mir ausreichen. Ich gehe jetzt einfach mal in den Waldaldald rein. Oh, kleiner Wald. Okay, und jetzt ist der Kleine vorgerannt. Aber wer weiß, was jetzt noch geschehen mag. Ich habe gar keine richtige... Ach so, natürlich, ich muss jetzt zu Epona. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine richtige Aufgabe. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal durch unser Loch. Link geht rein ins Loch. Ich male ein bisschen was für euch. Oh, eine Szene, wie es aussieht. Ich mache jetzt eine Szene. Kletter, kletter. Und? Hallo, da bin ich. Und so schön. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin...
bla 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 bla. Die verstehen sich offenbar ganz gut, die zwei. So, das Pferd mag mich natürlich am liebsten. Epona, Q-Rex ist dir also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Was bist denn du für eine Bitch, hallo? Willst du mir mein Pferd klauen? Ganz beruhigt, sei ganz beruhigt, Q-Rex. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammen reisen. Nur eines, Q-Rex. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert. Pass gut auf dich auf. Nee, auf keinen Fall. Ich schnall mir mein Schwert auf den Rücken und mach dann ständig so Backdrop-Dinger. Ja, das wird spaßig. Da wirst du sehen, wenn ich tot nach Hause komme, hä? Du kannst mir nämlich gar nichts sagen. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja. Ah, na gut. Erst schimpfst du und dann sowas. Also ich komme mit dir nicht klar. Frauen. Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich sollte kampfbereit sein. Oh, 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 oh. Boah, ist das groß. Was ist das denn? Hat er die gerade erschossen? Ist sie jetzt tot? Der hat die gerade erschossen. Also er hat ja bestimmt überlebt, den Schlag, aber... Hallo? Oh, ein dicker Mob. Das ist mir eindeutig zu schön hier. Ich gehe baden. Tritt. Oh, was ist das? Okay, was passiert hier? Und warum, Link, warum tust du nichts dagegen? Aua. Alter, ich frage mich wirklich, ob die jetzt tot ist. Nee, bestimmt nicht, oder? Ist doch ein Zelda-Spiel. Okay, ich muss offenbar aus dem Ausgang raus. Ach nee, das macht er sogar von alleine. Und jetzt? Und jetzt? Wer war das und warum tat er so? Oh, oh, und es... Nee, es brennt nicht. Ich dachte, es brennt, aber es ist was ganz anderes. Was soll das sein? Ist das eine Tür? Was ist da passiert? Das hat mich gerade so ein bisschen an japanische Horrorfilme erinnert. Wo auch immer so Hände aus dem Spiel kommen und solche Sachen. Also ich bin da reingeschlurpt worden. Oh, voll schade. Ich bin ein Schlurp. Oh. Creepy. Okay. Stell dich nicht so an, ich steh auflegen. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin ein böser Wolf. Das sieht nicht gut aus. Und sie kenne ich. Das verrate ich euch aber noch nicht, wer das ist. Ich kenne die von anderen Auftritten. Nicht in diesem Spiel. Spiel speichern, natürlich. Alles klar. Tja, ich würde sagen, liebe Leute, das wird war ein... Na, ich muss leider die Szene jetzt noch abwarten. Ich wollte den Part eigentlich beenden. Das war nicht so schlau jetzt. So. Ich bin... Moment. Ich bin Wolf mit Ohrringen. Ich bin hier irgendwo drin, ey. Ach, Mann. Voll gefangen. So, liebe Leute. Aber jetzt würde ich sagen, ist genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Ich komme hier nicht los. Ich würde sagen, da muss ich mir noch irgendwas ausdenken. Ich gehe mal ganz kurz ins Inventar. Oh, das habe ich sogar noch. Habe mein eines Herzteil auch noch. Tja, was ist jetzt passiert? Ich bin zu einem Wolf geworden und außerdem ist die Alte tot und ich weiß auch nicht, was ich jetzt tun soll und ich bin gefangen. Alles ist schlimm. Es gibt offenbar genügend Rätsel, die es zu lösen gibt und auch genügend Probleme, die es zu lösen gibt und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme, deswegen sage ich nur bis dann und tschüss.